friends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you survive. Rise, rise, make a remember you. Rise.
or do you want it? And when the giants call to ask you what you're worth, do you know it? We don't die. Prove yourself then. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that work while they all play, and you'd lay awake at night and scheme of all that you would change, but it was just a dream. So, und damit herzlich willkommen zum Cup der Tafelrunde. Wir befinden uns heute im ersten Finale der Division 1. Die wirklich starken Jungs von League of Legends aus Deutschland gegen Ungabunga Esports. Ich bin heute nicht alleine hier. Ich bin Stefan, an meiner Seite ist der Raab, der uns noch im Cast unterstützen wird. Und der gute DragLP, der uns als Streamer auch noch unterstützt. Und ja, wir sind auch gleich in den Bannen rein, also in die Pick- und Bannphase rein. Wir sehen, OB nimmt die Tristana raus. Die gestarkten Jungs von League of Legends entscheidet sich für den Elise-Bann. Ist einfach der Most-Played-Champion von Dakri. Und ja. Wir sehen jetzt hier auch nochmal den Gangbang-Bann. Ist einfach ein ziemlich solider Weakside-Topliner. Von daher. Ich könnte mir vorstellen, dass der GP-Bann vielleicht für einen Morde ist. Auf Seiten von OB, weil Mordekaiser wurde schon gespielt. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Also wäre auf jeden Fall ein, also ein guter Counter. Und dann ist auch nochmal die Annie raus gegen Sebi. Ist auch noch der Talon-Bann gegen Lupien. Auch und sein Mostplate Champion. Ja, bisher hauptsächlich Mostplate Champions. Ja. Jetzt könnte ich mir noch einen Senna-Bann vorstellen, Seiten von DWSJ. Einfach Senna einfach nur gerade extrem stark. Und hat auch extrem gutes First-Pick-Potential. Aber Hecarim ist auch noch offen, als starker First-Pick-Champion. Rally ist noch offen, Rally ist nicht mehr offen. Rally ist sehr wichtig, als Bann. Weil ich glaube, der Support von Ungabunga Esports hat, also auf jeden Fall most played und irgendwie 60 Games oder so. Ja, jetzt können wir vielleicht die Senna-First-Picken, oder man schätzt sich für den Trash-First-Pick. Aber First-Pick die Senna, wie ich angesprochen habe, ist einfach gerade extrem stark der Champion. Aber halt nur in der Fasting-Variante. Heißt, man kann hier
Trashgood dazu picken, man könnte einen Tam Kench dazu picken. Sugar, man kann einen Sigurd dazu packen. Sugar? Stimmt. Ja, die haben schon Sugar gespielt. Was wir auch in der LEC gesehen, parallel gerade gesehen haben. Jetzt pickt man hier Shen und Hecarim. Das ist extrem starke Combo. Also, einfach ein Hecarim ist auch zurzeit extrem balanced, Kappa. Und das in der Kombination mit Shen, der ihn da noch mit dem Shield und nachher noch diesen Follow-up Engage bieten kann, das kann schon weh tun. Und das richtig spielt, die Senna Sugar Flame vielleicht auch. Ein Schuss ins eigene Knie, wenn man mit Heker Shen kann man die gut wegdiven. Ja. Mal schauen. Also man kann diese Lane auf jeden Fall gut punishen mit diesem Duo. Was ich mir so noch gut vorstellen könnte, ist, man ist auch mit den Jungle antwortet. Man könnte noch für eine Lilia gehen, man kann auch für eine Wooly gehen. Was wir auch. Aber Woolybear muss man sagen. Woolybear ist ein Flexpick hier. Max spielt dann extrem viel. Spielt ihn schon seit letzten Split extrem viel und extrem stark. Sind halt seine zwei Mostplay Champions, Shen und Woolybear. Und ja, sieht man hier die Vayne. Vayne gegen Cho'Gath und Wooly, beide sehr gut, eigentlich. Ja, aber ich glaube, Vayne könnte ein paar Probleme auf der Lane selbst bekommen gegen Senna Cho'Gath. Jo, muss man schon. Ja, sie wird extrem outranged. Ja, und ich hätte hier auch eher was gesehen, was den Push kriegt. Also, weil die Vayne kann die nicht gut unter den Turret forcen und dann können die nicht gut gedived werden. Ja, ist auch hier der Respektbann gegen die Cassio von Sebi. Der kleine One-Trick. Mittlerweile nicht mehr, letztens mit war noch ein One-Trick, aber jetzt hat er seinen Champion Horizont erweitert. Auf Annie. Nein. Nee. Anders so, wie Kassel ist auch noch drin, ne? Aber also, man forst mit der Senna Sugar Flame den Midlaner tatsächlich auf einen Carry. Weil er hat diesen Split auch schon Karma gespielt oder Orianna, so Supportive-Sachen. Die würden jetzt hier, glaube ich, nicht so gut finden in die Comp. Also Karma wäre auf jeden Fall schwierig einzubringen, außer man entscheidet sich hier den Wurib auf die Toplane zu schicken und noch für einen Carry-Jungle zu gehen. Wenn man hier jetzt eine Karma pickt und dazu noch eine Lilia oder einen Graves pickt, dann Viego. Das Ganze auch wieder anders schon. Viego. Weil das ist, glaube ich. Weiß ich nicht. Also den hat er auch schon gespielt. Ah, Viego ist immer. Ja, ist immer kein Flip. Ist immer schwierig. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und ist ja nochmal Echo und Malzahar raus. Und man nimmt auch mal die Seraphine raus. Seraphine auch ein Flexpick von OB. Kann Meta und auf Support geflext werden. Jetzt zwar im Endeffekt nicht mehr so sehr für die Mitteln gedacht. Und man pickt es selbst die Karma weg, was den Push auf jeden Fall holen kann in der Lane. Karma macht dann eine Q ran und der Push ist auf einmal da, wenn man den Push wirklich forcen will. Aber man kann die Karma natürlich auch noch Midlane setzen. Ich habe den Midlaner von DWSJ noch nicht Karma spielen sehen. Ich glaube, das passt doch nicht unbedingt in seinen Champion Pool. Nee, von seinen restlichen Champions sieht das eher nicht so aus. Okay, der Nautilus. Also ist der Cho'Gath dann doch auf die Toplane geflext worden, I guess. Okay. Das ist eine interessante Entscheidung. Ja, ist auf jeden Fall. Also wir sind doch nicht die Senna Cho'Gath Lane. Oh, und der Vego. Der Vego, wie du angesprochen hast. Cho'Gath Mitte oder Nautilus Mitte. Aber wahrscheinlich Cho'Gath Mitte. Ja, Cho'Gath Mitte. I guess. Aber Cho'Gath Mitte blind? Also ich weiß nicht. Es sieht für mich so aus, als hätte man sich etwas im Draft verrannt oder so. In die Richtung. Ich weiß noch nicht, ob der Nautilus jetzt ein guter Ersatz ist gegen den Sugar, weil ich glaube, man kann die immer noch gut diven. Und wir sehen den Nocturne Mitte. Ja, das ist auch. Den hat der schon gespielt. Also die Team-Comps sind auf jeden Fall interessant. Mit Sugar weit. Ich würde hier für die wirklich starken Jungs gehen. Ich denke, das ist ein Weg um Midlane. Ja, das spielt ja auch. Okay. Ich glaube, die wirklich starken Jungs holen. Also vom Draft her finde ich den Draft besser. Ja, der Draft ist. Also der Draft von den wirklich starken Jungs gefällt mir auch mehr. Also, ich finde, die haben alles sehr gut gedraftet, aber außer die Vayne, da hätte ich vielleicht lieber was anderes gesehen. Aber es ist okay.
denke ich. Ja, die Bane wieder funktioniert extrem stark gegen Joker und auch gegen Woolybears. Also hat auf jeden Fall die Daseinsberechtigung und auch hat durch die Karma extrem starken Peel und auch noch durch den Shen zusätzlich. Und man hat aber der Shen hat hier einfach drei Targets, auf die er ulten kann und wo es dreimal sehr gut läuft. Auf dem Option, auf dem Hegrim und auf der Vayne. Mir gefällt halt die Combo mit Senna und Nautilus nicht unbedingt. Jo, aber vor allen Dingen, weil es halt nicht Fasting ist. Ne? Naja, was kann man schon machen mit Nautilus? Also ich glaube trotzdem, dass es Fasting Senna ist, weil also Senna, die nicht fastet, ist halt ja kein dieser ein anderer, ganz anderer Champion so wirklich. Weil dir halt wirklich dann die Seelen fehlen und die Seelen sind halt wirklich elementar wichtig. Natürlich ist trotzdem noch ganz okay der Champion, aber nicht so stark, wie sie sein könnte. Ich hätte hier aber auch auf Seiten von Ungabunga eSports einen anderen Support. Also wenn sie den Sugar hochflexen für einen Support-Pick, den sie ja wirklich später gepickt haben, ich verstehe nicht ganz, warum man hier den Nautilus nimmt. Vielleicht Comfort, aber ich hätte hier eher irgendwas gesehen, was den Gegner daran hindert, dich zu diven. Tatsächlich. Ja, also ich hätte auch eher den Trash gesehen, anstatt den Nautilus hier. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der bessere Pick gewesen. Oder so pickt doch damit Ends, einfach die Safety, damit einfach die Safety mit für die Senna. Da hat er jetzt halt nur Nautilus, ist halt auch, also jetzt nicht nur für den Engage, aber ist halt eher in der Engage-Stempel. Kann natürlich immer peelen, aber... Ja, aber auf Seiten von Ungabunga eSports hat man, glaube ich, schon genug Engage gehabt, tatsächlich. Ja, und was man jetzt auch betrachten muss, dass Joker 4 für ein AP-Build gehen muss, weil sonst fehlt dann einfach dieser AP-Damage. Und der Shen kann das richtig gut punishen. AP, Joker, allgemein Shen und Heka. Also Heka ist sowieso die Tank-Variante, geht sowieso gefühlt nur Armor. Also holt sich ja instant First Atom den... Ja? Trinity, oder? Nee, auf Tank? Nee. Die Turbo Champ Tank. Champ Tank, genau. Und halt Deadman's Blade. Von daher spielen das auch nochmal in die Karten, die Teamcomp von OB. Aber. Ich denke, Sugar wird Everfrost gehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt die beste AP-Variante. Und Noctimeter spielt Straight Breaker. Ja. Allgemein, also. Die Combo von DWSJ ist halt wirklich. Ausgefallen, so. Sieht man nicht alle Tage. Aber es hat halt extrem gutes Potential. Wenn der Hecarim halt nicht gut ins Game kommt, dann unterliegt der Shen einfach den Nocturne und hat einfach genauso ein starkes Engage-Ticket. Und was von daher. Ja. Ey, was man auch noch sagen muss, ist vielleicht auch, dass die Nocturne-Ult immer und Hecarim-Ult sehr viel Chaos verbreiten. Und das kann ihn vielleicht. Also, gerade Nocturne-Ult kann ihnen sehr viele Vorteile bringen. Wenn man auch eine Vayne hat, die dann nicht so gut vom Nautilus oder von der Nautilus Ult oder vom Cho'Gath oder vom Woolybear dann gecatcht werden kann. Ja. Es gibt halt nochmal extra Safetyness. Das ist wahrscheinlich der entscheidende oder der wichtigste Punkt. Für die Wayne hier. Aber ich bin gespannt, wie sie hier diese Combo ausspielen können, OB. Also ich sehe Möglichkeiten, also ich sehe auch gute Möglichkeiten für diese Combo, aber sie wird extrem schwer umzusetzen sein. Oder sie ist extrem schwer umzusetzen. Ja, Cho'Gath mit Cress. Ja, was haben sie da eigentlich? Standardrunen, was haben wir das? Comet auf der Karma. 94%. Es gibt noch ein paar Probleme bei unserem Streamer anscheinend. Pest Attack auf Woolybear? Ja, im Jungle ist das die Go-To-Variante, damit er einfach stärker bei den Gangs ist. Und ich hätte hier aber auch ehrlich gesagt lieber irgendwie Conqueror auf Hegrim gesehen, oder? Weiß nicht. Ja, kann man machen. Also, ja, kann man auf jeden Fall machen. Nur, wenn du, also, er wird wahrscheinlich für das Tank-Build gehen. Und da ist das Conqueror auch nicht so unbedingt, damit er unbedingt wichtig, damit er noch länger am Leben bleibt.
Weil er erfüllt seinen Job halt eh schon, der einfach nur tankt und das kann er halt schon durch sein Item-Bild besser. Von daher braucht er hier das Conqueror nicht. Sollen wir jetzt kurz pausen oder hat das jetzt funktioniert bei dir, Streamer? Okay, dann lass kurz pausen. Ach, die technischen Probleme immer. Riot! Wir kennen sie doch alle und wir lieben sie. Ich weiß actually nicht, was man auf... Also, ich weiß, dass man Nocturne auf Strike Backup baut, aber ich weiß nicht, was man danach geht. Ja, man kann auf eine Black Cleaver Variante gehen. Man kann aber auf eine auf die Hydra kann gehen, auf jeden Fall. Und sonst dann auch noch einfach weiter auf die Fidelity mit Collector. Also kommt drauf an, ob er jetzt sich für eine Bruiser oder für eine One-Shot Variante entscheidet. Hier wird es wahrscheinlich aber halt die Bruiser. Hydra, Black Cleaver, GA, das werden so die Core-Items von den Nocturne werden. Würde ich einfach mal predikten. Und wahrscheinlich wird Virgo dann einfach Blade of the Wound King into... Oh, wie heißt das 8-Carrier-Item? Into Krakenslayer? Ja, into Krakenslayer. Was hier actually strongest gegen das Game Team. Ja, okay. Ich denke, dass jemand hier Zeiten von CBC hat. Allgemeiner Seite. Ziemlich, ziemlich stark. Mhm. Ich wollte noch fragen, wie nenne ich die jetzt? DWSJ oder die wirklich starken Jungs? Sind die wirklich starken Jungs von League of Legends aus Deutschland? Echt? Also stehen die da nur abgekürzt irgendwo drin? Nee. Ja, also. An die wirklich starken Jungs von League of Legends aus Deutschland. Ich glaube, es wäre ziemlich umständlich, jedes Mal die wirklich starken Jungs von League of Legends aus Deutschland zu sagen. Weil dieser Name einfach nur sehr, sehr lang ist, das sehr, sehr viel Zeit im Anspruch nimmt, diesen Namen die ganze Zeit auszusprechen. Deswegen werden wir euren Namen auf DWSJ abkürzen. Das vereinfacht das Ganze. Dafür müsste man Verständnis haben. Ja, ich glaube, das ist vertragbar. Das Problem sollte gleich gefixt werden und dann sollten wir auch endlich ins Game springen können. Wenn ich mir das jetzt mal so anschaue, was die Prio betrifft, muss ich gleich sagen, zum Mittelmatchup kann ich nicht was sagen, wenn das zwei Champions sind, die eher nicht unbedingt auf der Midlane gespielt werden. Von daher ist das ziemlich schwer einzuschätzen. Aber auf der Toplane würde ich sagen, dass sich der Joker einfach nur die Prio sichern kann. Einfach weil er ziemlich gut AOE-Damage und ziemlich viel AOE-Push erzeugen kann. Außer er will sich anpushen lassen. Dann muss er keine Spells usen, sondern einfach nur Auto-Attacken. Auf der Botlane kommt er auch darauf an, was man sich entscheidet. Wenn man sich die Karma entscheidet dazu, dass sie den Push generieren will, kann sie einfach die Wave queuen. Aber sonst sollte eigentlich immer die Botlane von Ongabunga sich die Prio sichern können. Weil einfach die Senna viel mehr Push-Pressure als die Wayne hat. Ja, ich würde auf jeden Fall, worauf wir jetzt achten müssen am Anfang ist, wo die Jungler starten, wohin sie parfen. Ich glaube, das wird sehr wichtig. Ja. Weil ich denke zum Beispiel, wenn der Volibear unten startet und der Hegerim oben startet, dann kann man vielleicht auf Seiten von DWSJ die Prio unten sichern. Add a Crap. Kann man einfach bei der Jungler. Vom Clear Speed her sollten sie eigentlich ziemlich ebenbürtig sein. Hegerim ziemlich schnellen Clear, aber auch Volibear einen ziemlich schnellen Clear. Vielleicht Hegerim einen Tick schneller. Aber wenn ich das nicht sehe. Ah, werden wir ja gleich sehen, ne? Was man gucken kann, ist auch, wie euer.
Weil der Cho'Gath wird den Shen auf jeden Fall reinpushen. Da muss man dann gucken, wie die Top-Leader die Wave spielen. Also Early-Gang-Möglichkeiten sind auf jeden Fall bei beiden Teams zu haben. Allgemein, ich glaube, dieses Mittel-Matchup kann ziemlich snowball auf dem KW machen. So, ich glaube, Lucian hat sich Knight entschieden, während sich Sebi für CP entschieden hat. Da sollte man auch ein Auge drauf werfen, ob Lucian von diesem Knight wirklich so einen großen Nutzen ziehen kann. Und vor allem, weil Sebi da nicht hinter der und vielleicht was anfangen. Oder eben auf der Lane den Nocturne durch den TP permanent reingepusht halten kann, zum Beispiel, und der Nocturne euch nicht gut roamen kann. Hm. Ja, Chat, ja, wir haben gerade leichte Probleme mit dem Leak-Client und auch. Wir kommen irgendwie nicht ins Game rein. Warte. So. So, siehst du das aus dem Client, oder? Was siehst du in das Game? Okay. Er müsste jetzt eine kleine spontane Lösung finden. Hm. Ja. Aber wie gesagt, es gibt gerade keine Probleme. Aber wir hoffen, die schnellstmöglich zu fixen. Okay, dann Rad, bist du auch bereit? Weil das Game sollte jetzt gesehen werden, von daher in 3, 2, 1, weiter. So, jetzt sind wir auch im Game, wir haben es geschafft. Und wir sehen hier schon, Nautilus geht Doran Shield, das heißt, es wird eine Fasting Sender. Mit Nautilus ist es sehr interessant. Habe ich noch nie gesehen. Also im Prinzip geht es ja mit jedem Champion. Aber es ist halt auf den einen Champion ist er stärker und auf den anderen ist er halt schwächer. Aber prinzipiell geht es auf jeden Champion, klar. Wir sehen hier, dass nichts Level 1 gemacht wird. Außer, dass der Nocturne mit der Kammer stackt und nicht Mitte covert. Ja, das ist ein bisschen unconventional. Wir sehen ja auch ein Early Ward von OB im River. Da hat sich Max einfach für einen Deep Ward entschieden. Oder für einen River Ward. Und der Heker counter wardet direkt. Ja. Auch. Damit sie einfach für einen ja, damit sie einfach einen Invade abwirken können oder halt. Oder bemerken, wenn sie halt invaden sollten. So. Beide Jungler starten Botside. Heißt, sie sollten sich der Topside treffen. Wie schon angesprochen, Max, also Cho'Gath, wird hier auf jeden Fall die Prio haben auf der Toplane. Aber wir sind hier Midlane. Fängt schon an, sie wollen sich schon auf die Fresse gehen. Das wird ein sehr explosives Matchup, glaube ich. Ja, also. Ich glaube, da wird die Kamera öfters hinflippen. Und ich glaube auch, dass beide wahrscheinlich das Matchup noch nie gespielt haben. Ja, aber die Trades gehen bis jetzt besser für den Nocturne aus. Auch wenn es natürlich nur Early Game Trades sind, aber. Still. Und der Push auf der Botlane ist gerade relativ even. Aber ich denke mal, die Sender Nautilus Lane wird sich die Prior holen. Ja, davon gehe ich auch aus. Ach, wenn Nautilus halt ziemlich lange braucht zum Auto-Tanken. ist jetzt immer schwierig zum Last-Hitten, aber wir sehen jetzt hier der Poke. Seiten von Karma und Vayne ist auf jeden Fall da. Ja, und man
Okay, man leitet den Nautilus. Und man flasht hinterher und man kriegt den Kill. Das First Blood. Schönes Das war ein bisschen übermütig von Herrn Hallo und von GNL hier. Die hier für den Early Fight geschaut haben. Das ist aber ganz schön nach hinten losgegangen. Auf jeden Fall. Also das war jetzt das First Blood für die Lane. Ich glaube, so haben sich die Lane nicht vorgestellt. Und man kriegt hier vielleicht noch eine W auf die... Happy Life. Okay. Ja, man kriegt... Oh, noch der zweite Kill. Ah, Chainel steppt auch nochmal nach vorne, damit Wayne nochmal in Outtake Range kommt. Also, ja, die Wayne ist mit 2-0 im Early Game ahead. Das wird ganz, ganz schwierig. Ehrlich, ja. Also, so hat es mir das ganz und gar nicht vorgestellt. Und vor allen Dingen, gerade in diesem Game, wo man nicht so viel hat, um die Wayne zu punishen später, ist es sehr kritisch, wenn die Wayne früh Items bekommt. Ja, auch weil die Wayne halt der einzige Consistent Damage ist. Seiten von den wirklich starken Monitor Flashes aus Deutschland. Aber jetzt hier. Der Hickering schafft sich ganz die E. Fight ist noch nicht vorbei. Wo, lieber Mark, auf Hickering. Man geht weiter rein. Drei Manton auf Seiten von Fren. Und der Nocturne kommt. Wo, lieber ist schon tot. Durch Ignite von Nocturne. Andererseits kriegt Viego gerade den Reset auf dem Shen. Der Taunt vom Viego. Das Special kommt sehr viel zu kurz. Kriegt man jetzt noch den zweiten Kill von Nocturne. Hegarim hat Angst mitzufighten und wird wahrscheinlich jetzt auch noch am Viego sterben. Ja, nee. Shogaf kommt. Hegarim kommt raus, weil der Toplane inzwischen schon wieder auf die Toplane TP. Also sehr, sehr Shogaf trotzdem nochmal im Bedrängnis, jetzt kommt die W und das wird wahrscheinlich der Tod. Okay. Ja. Man also jetzt Viego. 3 Kills für den Viego. Ja, wie schon gesagt, dieses mittleren Matchup könnte sehr Snowball-heavy sein und jetzt der Viego 3-0 wieder in die Lane zurückkommt. Der wird dieser weil der Viego auch das TP dabei hat, um die Lane zu. Jetzt sie werden Gank, Daikiri. Ja, das ist Double Kill. Also es passiert einfach überall irgendwas. 5 Minuten, 9 Kills. Also, das habe ich mir hier von diesem Spiel nicht erwartet, bin ich ehrlich. Bin ein bisschen überrascht, aber sie ziehen das Tempo auf jeden Fall hoch an. Wichtig wird auch jetzt, gleich wird der Nocturne Level 6 werden. Und dann muss man schauen, wie er das ausnutzen kann. Ja, da ist jetzt dann entscheidend, wie kann er seine Roams ausspielen. Nocturne ist halt extrem von seinen Roams mit seinem Level 6 abhängig. Halt, schadet man in den Drake OB. Man geht ja den Viego, man kann vielleicht das Shutdown abholen. Für den Nocturne am besten. Jawohl, der Nocturne kriegt das Shutdown. Ja, schöner Flash von Lupien, damit er seinen 4 an den Mann bringen kann. Hat zwar den Drake bekommen, aber man verliert dafür das Leben von Viego. Jetzt sehr interessant. JNL noch mal aufpassen. Flash kommt aber raus und man ist safe. Ja. Nautilus rückt nochmal rein, aber da wird jetzt nicht mehr groß viel passieren. Nautilus hat keinen Mana mehr. Und Senna hat auch kaum Mana noch. Nocturne hovert Botside gerade und hat Ult. Wurde aber eigentlich gespottet. Ja, man hat daher die Vision Pflanze ausgelöst hat, von daher sollte man das wissen, dass er Botline kommen kann. Ja, aber man schert sich dagegen. Nocturne hat jetzt auch Double Buffs bekommen durch den Killer Viego. Jetzt muss man sehen. Nocturne ist auf jeden Fall XP ahead, bitte. Ja. Hegarim zeigt sich da jetzt im Midlane. Wird schnellstmöglich noch auf die Topside. Toplane ist man jetzt auch CS behind auf Seiten von DWSJ. Ja, Lupien jetzt hier Waden. Wurde jetzt aber gespottet. Ich denke, wir sterben. Stabi, hier, jetzt kommt die Penalty dazu. Jetzt kommt die Ultimate von Dakri rüber. Und der Engage. Stabi wird fallen. Jetzt kommt der Ratus auch da. Die Botlane von wirklich starken. Das ganze Team von den wirklich starken Spielern aus Deutschland ist da. JNL kann sich den Nocturne sicher. Aber die werden hier alle fallen. Und die Senna, vielleicht auch noch. Kriegt man die Senna noch? Eine E auf
die Vayne. Ja, die werden alle fallen. Sehr also, gutes Play von DWSJ. Der Joker kriegt oben zwei Plates, vielleicht auch drei. Ups. Muss man jetzt schauen. Darf er nicht trotzdem? Ups. ja, also ein extrem starkes Play von DWSJ. Die haben einfach die Überzahlsituation extrem gut ausgespielt. Max hatte kein CP, von daher konnte man einfach Shen mit der Ultimate mit runterschicken. Und ja, so haben sie sich jetzt einen 2k Gold. 4 zu 2 Track? Ne, 4 zu 1. Was im Endeffekt, ja. 4 zu 1. Nur noch Chips gestorben. Und jetzt geht man mit rein. Ja, wie angesprochen, aber sehr Snowball. Sehr Snowball, wie im Matchup. Da ist man auf Nocturne Head und da kriegt man die Kills. Also Lupien one-shottet hier einfach Viego komplett weg. Also das hat er, glaube ich, auch nicht selbst nicht erwartet, dass er so explodiert. Und das sieht bis jetzt ganz, ganz schwierig aus. Ich denke, man hat auf beiden Seiten von der Midlane das Matchup noch nie gespielt. Um ehrlich zu sein. Ja. Und dementsprechend, ne? Muss man schauen. Die Vayne hat jetzt den Double Buff, was Botlane sehr schwierig machen sollte. Gerade weil die Vayne auch nur noch, wie viel Gold sind das? 600 Gold für ihr nächstes Item braucht. Also für die Kranken selber. Der Nocturne ist auch gut dabei, sein. Nicht Goddrinker, sondern. Ich hab's vergessen, wie es heißt. Oh. Auf jeden Fall das Core-Item fertig zu kriegen. Oh, starker Flash. Vayne Flash. Kriegt man jetzt noch den Nocturne? Ein Hallo, muss ja mal aufpassen. Ah, er kriegt die Karma. Okay, hier. Aber auch da wo die Ult? Wo die Ult? Kommt man raus? Nein, Shen stirbt immer noch. Auf beiden Seiten der Map gleichzeitig Plays gemacht. Botlane Double Kill im 2v2 und oben hat man das 3 gegen 3 verloren. Ja, also bis jetzt, wie gesagt, schon extrem explosiv. Wir haben 20 Kills in 10 Minuten. Also, ja, die Vayne aber mit 6-1 in-game. Also, die wird ganz, ganz gefährlich werden. Ja, wie wir schon sagten, das ist die einzige wirkliche Bedrohung für die Tanks. Und daher, wenn die 6-1 steht, dann könnte das ganz schwierig werden. Ich hab der Nocturne, der wird die Senna. Die Senna einfach aus dem Spiel nehmen. Können wir mal versuchen, die Senna einfach aus dem Spiel zu nehmen. Mit dem Nautilus, nee, nicht mit dem Nautilus. Sondern auch mit dem Hegerim. Und gerade wenn die Shen-Ult auf einem, auf Hegerim oder Nocturne sitzt und man bei der Vayne rauskommt, kann man, bei der Senna rauskommt, kann man sie auch direkt taunten und sehr lange durchziehen. Nachgucken, Senna hat bis jetzt nur 35 Seelen. Also das ist auch nicht so viel. Und dafür hat sie doch nur 3000 Gold, wenn die Vayne schon 5200 Gold hat. Ach, natürlich, sie farmt nicht. Deswegen ist auch dieser Gold, diese Gold-Difference so hoch, aber auch noch 35 Seelen, ich sag dann ziemlich wenig. Auf der anderen Seite ist man natürlich auf der Top-Lane auch 30 CS hinterher, auf Seiten von DWSJ. Weil man eben mit dem Shen runtertippiert ist, weil man eben auch so auf der Lane sehr viel CS verloren hat. Und dadurch, dass man permanent unter dem Turret farmen muss in dem Matchup. Und auch Hegerim ist CS behind. Ja. Ist, Nocturne aber bis jetzt mit extrem wenig Roms. Hat jetzt seinen Stridebreaker fertig. Man fängt jetzt auch den Drake an, den man nicht contesten sollte. Aber man will den contesten. Mit der Choker-TP. Raus, die Hegerim Ult geht raus und nicht rein. Nocturne geht rein. 4 Mantorn vom Shen. Viego kriegt seinen ersten Reset, Viego stirbt, die Vayne ist in dem Fall einfach zu gefeedet. Schöne W. Von Senna zum Disengage nochmal. Kuni muss jetzt auch aufpassen. Aber ist ja nochmal safe raus. Jetzt hat man Überzahlsituation. Der Shen hat den Flash-Taunt nicht hingekriegt. Jetzt muss man aufpassen, weil jetzt stirbt man hier. Volibear Ult. Ja, kriegt die Vayne nochmal hin. Nein, Vayne stirbt auch. Da hat man einfach auf den Seiten von DWSJ overchased. Ist man zu deep gegangen. Ja, also ganz, ganz stark nochmal geturnt von OB. Die hier nochmal irgendwie diesen Fight turnen und sich jetzt auch nochmal diesen Drake sichern können.
Also. Damit ist man im Gold wieder even. Das Game ist. Ja. Man kann hier nichts predicten in diesem Game. Der Fred sah eigentlich extrem gut aus für DWSJ. Dann sind sie aber zu weit hinterher gecreedet. Wayne wurde genockt. Wayne wurde. Wurde geroutet. Und da ist sie dann einfach nicht an den Damage nicht am Mann bringen. Aber jetzt muss Sebi aufpassen. Upien, geht er unter den Turret und dive ihn einfach weg! Ja, da hat man von Seiten Viego nicht damit gerechnet, dass der Nocturne den Damage hat. Und das passiert jetzt schon zum zweiten Mal, dass der Nocturne den Viego solo killt. Man hat auch von Seiten von OB auch den Herald noch. Da muss man gucken, wo man den einsetzt. Platings sind in einer Minute weg, also sollte man den möglichst bald noch nutzen, um die so viel Gold wie möglich rauszubekommen. Und man kriegt von Seiten die VSJ den Midlane-Töd. For free. Ja. Was man jetzt achten sollte, ist, der Wulipe hat sein erstes Fire-Item fertig, damit kann jetzt die Wayne gut runterrennen. Der war JNL, 3 Auto-Takes und die Wayne ist einfach schon fast dead, also Half-Life. Also ja, da sehen wir schon, das Potential von der Senna ist groß. Also auf Top End. Ja, den hat man rausbekommen. Nee, das ist kommt dein Gage von Nocturne auf die Mitte, der Ultimate sitzt und der ist einfach schon wieder dead. Sebi wird einfach komplett destroyed von Lupien. Jetzt muss man aufpassen wegen dem Cho'Gath. Ah, Cho'Gath geht weg. Ah, Cho'Gath hat zwar hier gewartet. Man hat geschaut, aber er muss Toplane, um diese Wave wieder anzunehmen. Jetzt wird Botlane gedived. Zumindest der Ping von Mikarim. Man hat keine TP, Sabi, J3 kommt rein. Die Kuhle wird Shadow Drop nochmal. J3, du bist einfach tot. Oder Iga Counterplay. Sauroch will sie nochmal auf Hen-Hello. Hen-Hello drückt nochmal die Ultimate raus, macht nochmal den Slow und Flash und wird nochmal rauskommen damit. Ah, ganz, ganz starkes Play wieder. War die Shen und Overkill? Ich denke, der Cho'Gath kriegt dafür den Top-End-Turret. Da muss man. Ja, den Top-End-Turret, den wird man auf Dauer sowieso nicht halten können. Ah, okay, von man daher, tippt sogar noch rein in den Top-End-Turret. Tower taunt unter den Tower. Jetzt geht nochmal ein Tower-Schuss raus. Man ist zwei Level behind auf dem Shen. Hätten aber. Das sieht nicht gut aus. Ein Knockup noch vom Cho'Gath und er wird sterben. Scrimper, das darfst du nicht machen. Das Shield kommt aber. Okay. Ich dachte jetzt, ich überlebe das noch irgendwie, aber Scrimper, viel zu übermütig. Du bist zwei Level down, du kannst den Fight nicht spielen oder du darfst den Fight nicht spielen. Jetzt kommt der Nocturne, kriegt den nochmal, der 4 sitzt, weil das Spellschick gewastet. Ja, Max wird die Fallen haben. Da wird die Rote und ihn töten. Ja. Und so, was ein Duckry ist on the way up, Kune ist aber auch hier. Jetzt zu mit dem Nocturne. Hat der Wolibär noch der Wolibär noch hat sein Ultimate noch, geht in Sonne, es ist Sebi auch schon da. Karma kommt aber auch. Schöner Flash von Dakri. Kuni muss jetzt aufpassen. Sebi ist aber auch schon ganz low gedroppt. Jetzt ist die Karma hier. Was kann Sebi noch machen? Hat sich in Heger den verhandelt. Kriegt nochmal die Ultimate raus und kriegt nochmal seinen. Jetzt kommt die Wayne. Jetzt kommt die Wayne. Aber jetzt die Wayne. Ist die Wayne hier. Wird aufräumen. Ja, Dakri wird nochmal geslowt und wird auch nochmal sterben. Zwei KL also jetzt. Und man sieht wieder, der Shen hat. Ist in den Cho'Gath reingerannt, ohne das wirklich gewinnen zu können. Man hatte den Follow-up auf Seiten von DWSJ und dann kam OB. Es sah wieder aus, als hätte OB den Fight gewonnen und dann kommt doch nochmal DVSJ und turnt den Fight wieder zurück zu ihren Gunsten. Ich komme mit dem Namen nicht klar, das ist wirklich schwierig. Mit welchen Namen von denen die wirklich starken ist von Digital Versions aus Deutscher? Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, warum ich damit nicht klarkomme. Ja, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht erklären. Ist so simpel. Ist das hier? Top-Intuit? Der Drake spawnt in 50 Sekunden. Eigentlich einfach versuchen, Seiten von DWSJ sich die Periode zu sichern, weil man einfach das stärkere Team zu sein ist mit dieser Wayne, die einfach mit 11-2 hat es auch schon ihr zweites Item fertig oder drittes Item, wenn man die Boots als Item zählt. Also die ist extrem, extrem stark. Jetzt muss man gucken, dass man sie protected bekommt in dem Fight. Und wenn man jetzt von Seiten von OB den Drake bekommen würde, wäre das natürlich immenser Druck. Es kommt der Engage auf Lupien, die Nautilus Ultimate sitzt, Lupien ist Hafen, es kommt die Shen Ultimate dazu.
Der dived auf die Senna drauf. Senna Flash. Der kommt raus. Hier nochmal raus, aber Max ist in je allen drin. Der kommt hier nicht mehr raus. Henhalo muss sich aufpassen. Taunt sitzt nochmal. Henhalo wird hier auch nochmal fallen. Das sollte der Drake für DWSJ werden. Ja, auf jeden Fall. Da hat man den Fight sehr gut gespielt. Was sehr interessant finde, Woolybear entscheidet sich für ein Sonya Second Item. Was jetzt nicht wirklich Gewöhnung, also was es nicht wirklich gewöhnlich ist. Jetzt baut man hier Deep Vision auf im Jungle von OB. Und man kriegt den Bot-Kill sehr wahrscheinlich. Den kann man jetzt von Seiten von OB nicht contesten. Ja, der Herald ist jetzt das einzige Objective, was noch ab ist. Da muss man schauen, ob man den überhaupt noch haben möchte. Oder ob man sich jetzt einfach in die Base verzieht, Items kauft. Also man kann den Herald auf jeden Fall free mitnehmen. Also contesten kann SOB eigentlich nicht zum aktuellen Spielstand. Gab es dieses Geralt wirklich eigentlich extrem stark in die Team kommen. Die Cho'Gath wird immer tankier, da kann die Vayne dann einfach runterrennen zum gemeinsam mit Woolybear. Und die Senna, die braucht dann einfach ihre Seelen, um stark zu sein. Wenn wir jetzt halt hier mal schauen, wie viele Seelen hat Senna zurzeit? Senna hat 63 Seelen. Wenn die ihre 120, 140 Seelen haben, dann ist dieser Champion auch extrem stark wieder. Und vor allen Dingen, wenn sie ihr zweites Item bekommt. Ja, wenn sie ihr Wutmesser, also ihr Rage Knife, fertig bekommt, dann ist das auch nochmal ein ganz, ganz starker Pausberg. Baut man hier die Vision für Herald bzw. für Baron auf, damit die auch nochmal anfangen. Aber Happy Life muss aufpassen. Happy Life wurde einfach gewonshottet. Schöne Trap von OB. Shen hat noch kein Ultimate, aber hat noch kein TP. Sie sind noch in der Unterzahl. Da muss ich jetzt entscheiden, wir müssen den Fight spielen oder nicht. Shen hat gleich wieder Ultimate. Das heißt, man ist jetzt wieder in einer Even-Situation, aber man will einfach nur diesen Herald verhindern, würde ich sagen, oder? Nee, man macht den auch. Man lässt ihn. Ja, man lässt ihn. Von Seiten von DWS, ja. Aber gibt er noch Abseiten vom DWSJ? DWS, ja. Aber will er dann auch wahrscheinlich hier vielleicht irgendwie versuchen zu blazen? Oder man spart sich für den nächsten Drake auf? Weil man hat zwei Drakes. Man ist ja nicht wirklich behind, was Drakes angeht, was Objectives angeht. Man ist, allgemein nicht wirklich. Ja. Man ist 4, ja, man ist 4K behind, aber das liegt eher an Farming. In der Midline. Und auch auf ADC natürlich. Der. Die Vayne ist halt 13-2. Das ist halt. Ja. Schwierig. Die Vayne sollte hier. Ist es das Blair und King, oder? Ja. Die sollte hier Blair King sollte auch gleich fertig sein. Fertig haben. Ja, wir müssen halt gucken. Sie hat 800 goldene Tasche, wenn wir mal aufs Gold gucken. Ja, wir haben keine Zeit, weil Lupien engaged auf die Senna drauf. Jetzt kommt der noch. Hier kommt auch nochmal hinterher und. Ja, schön, oder? Geht auch überfahren. Scrimper, der Taunt sieht nochmal auf Max, aber das ist. Die, dass man taunten will. Also, seht ihr, JNL hat einfach gar keine Outplay-Möglichkeiten gegen Lupien und gegen Kuni. Da kommt. In den Nash. Da kommt die Ultimate von Nocturne drauf, da kommt die Ultimate von Hecarim und die Ultimate von Shen auf einen von den zwei und die sind einfach dead. Ohne irgendwas zu machen. Also, die haben hier gar keine Counter-Möglichkeiten. Jetzt kommt der Herald in der Midlane, damit man noch irgendwas vielleicht dagegen traden kann. Dakri will auch für den Stilversuch gehen. Wird es ja auch nochmal geroutet von Happy Life und der wird auch nochmal fallen. Ah, da die Ultime noch mal raus, die Knallpflanze und das läuft um den Herald treffen will. Jetzt muss man schauen, was mit dem Baron machbar ist. Was wir da finden. Eins Sassy spawnen wieder der Drake. Also man sollte das einfach die Sidelines pushen. Und dann versuchen mit dieser Brio dann den Drake zu machen. Shen hat auch jetzt TP, hat zwar keine Ultimate mehr, aber hat das TP, um einfach immer dabei zu sein. Von daher kann der einfach for free auf die Sideline gehen. Max hat auch das TP, Sieb hat auch das TP. Nocturne kann sowieso immer dazu ulten, gefühlt. Also, das ist auch nicht das Problem. Sehr hey everyone, Infinite Veritas here from Player Support. Einfach mit der Nocturne-Chen. If you're having connection errors or lag while playing League of Legends, kann man jederzeit, wenn die Senna auch allein auf einer Sideline ist, zum Beispiel. If your firewall settings are too strict or improperly configured, it could cause patching issues, login problems. Attempting to reconnect errors, ja, sie pushen die Lanes aus, disconnecting from PvP.net, for free, den Baron, Maestros, den Drake nehmen können. And even getting stuck in champ select. For free. So yeah, aber it's a lot. Halt but don't worry, in a couple of minutes, you'll be a pro at Firewalls. Both Windows and Mac have their own version of Firewalls, with these companies, such as my version of it as well.
Now let's look at your Windows Firewall. If you're on a Mac, you can skip to the Mac section later in this video. Ja, schön, dass ich wieder ult habe. Das sollte ein ziemlich The best way to test if your OS Firewall is interfering with your connection. Wie das hier für einen Catch? Mal schauen. Wayne hat gezogen. Hallo, musst du aufpassen. Kuni, wartet schon wieder, bis auf die... Aber ey, Hallo, ist wird zerplatzt in der Zwischenzeit. Jetzt kommt dies... Ulti und aber... Es ist die Wayne einfach nur... Die Wayne, die macht hier einfach alles platt in 3 Ortex. Also, es ist einfach nur... Ja. Er versucht zwar irgendwie alles auf die Wayne irgendwie drauf zu bekommen, aber es funktioniert einfach nicht. Sie ist einfach viel zu stark. Das ist wahrscheinlich auch sogar Game. Hm, da hat man die Wayne gut gesnowballt über das ganze Game hinweg. Und man hat auch einfach nicht genug Lockdown für sie auf der Seite von OB. Ist einfach dieses Early. Early 2v2 Kills. Ja, haben's die haben einfach dieses gemacht. Game nochmal erschwert und auch die Combo, die man halt gepickt hat. Also wir sehen, der Draft von dem mittelstarken von aus Deutschland, der war einfach besser. Und das hat sich hier auch widerspiegelt. Und damit GG, well played. DWSJ holt sich das erste Game. Hm. Schönes Game. Gut gespielt. Von DWSJ. Ja, man. Zum Damage gerade schauen, sehen wir auch die Wayne mit 19.000 Damage. Ganz, ganz vorne dabei. Und ja, Nocturn dahinter. Mit 17.000. Na, fast ja. 18.000. Nee, Vego nicht wirklich um das Game. Auch nicht wirklich um das Game gebunden. Die Vayne hatte hier einfach 5k Gold mehr als der Cho'Gath, der das meiste Gold hatte im Anime-Team. Das tut weh. Ja, also. Das war. Ein Stomp. Ja, das Early Game war ziemlich explosiv, aber weil die Wayne einfach so stark wurde, konnte sie einfach besser, snowballen. Und dann auch dieses Mittel-Matchup einfach besser, oder nicht besser, aber halt in diesem Mittel-Matchup auch nochmal die Nase vorn hatte. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in eine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder.
Okay, ja, ran. Weil die Insel stand. Okay. So, und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Wieder sind wir da instant im Draft. Diesmal haben wir die Gestaltung von Digivisions aus Deutschland auf der Plus-Seite und OB auf der Red-Seite. MVP im letzten Spiel ist geworden der Shen mit 5 Votes. Dahinter ganz knapp die Wayne mit 4 Votes. Aber der Shen hat es geschafft. MVP zu werden. Man sieht hier dieselben Bands wie eben. Ja, man sieht wieder Elise, Annie und jetzt auch wieder der GP. Sollte ich jetzt wahrscheinlich den Hecarim rausnehmen auf Redset? Weil der Hecarim hat halt wirklich extreme Probleme gemacht. Vielleicht sollte man den hier rausnehmen. Lockt Mitte vielleicht Second Band Rotation. Ja. Wenn jetzt selbst die Senna raus, damit Senna First Pick nicht gemacht, also Senna nicht First Picken kann. Erst Wulipa ist offen, Hecarim ist offen. Also man kann hier wieder für den Hecarim First Pick. Genau, man schaut sich für den Shen First Pick. Also jetzt sollte man auf jeden Fall den Hecarim wegpicken. Jetzt so Hecarim AD Carry oder Hecarim Top Lane? Ja, Top Lane Hecarim. Was ist jetzt? Renekton. Als direktes Matchup in zu Shen. Wäre auf jeden Fall interessant. So ein bildet sich, man will eine Early Win Condition auf der Top Seite haben. Das heißt, man hat eine Strong Side Top. Man will wahrscheinlich eine Weak Side Botlane draften. Mit dem Hegeren könnte man auch überlegen, den Shen. Okay, man nimmt die Seraphine. Bevor sie weggepickt wird oder gebannt. Okay. Ist immer noch ein Flex Pick. Ja. Kann auch immer zwischen Mitte und Jungle. Mitte und Support. Geflext werden. Jetzt entscheidet man sich wieder für den Hecarim. Man kann auch wieder für den Nocturne gehen. Macht man das hier auch? Man gibt wieder das, den Hecarim und den Nocturne ab. Also ich. Also Seraphine into Nocturne ist glaube ich nicht wirklich angenehm in der Midlane zu spielen. Ich glaube, man sollte hier auf eine Seraphine auf die Seraphine. Also der AD Carry von OB spielt auf jeden Fall keine Seraphine. Das ja. Heißt, es ist nur Mitte oder Support Flex. Man hat hier aber den Udyr. Ja. Udyr ist einfach Udyr, so der rennt Leute einfach runter. Das ist halt Udyr. Ist der Second aber Most Played von Dark Ree. Nach der Elise, die ja gemacht ist. Jetzt die Kaiser rauszunehmen, ist glaube ich eine gute Idee. Ja, jetzt wahrscheinlich auch nochmal ADC, wie zum Beispiel, man kann auch nochmal die Vayne rausnehmen. Die wäre auch ein ziemlich guter Pick gegen Ranken und gegen Udyr. Oder man nimmt sowas wie eine Jinx raus. Und wenn man halt Botlane Wixard spielen will, dann kann die Jinx halt einfach for free scalen. Man kann natürlich auch überlegen, den Hawkeye rauszunehmen. Der ist mit Abstand der Most Played vom Support. Oh, man nimmt die Vayne. Seiten von GWZ geht man auch von einer Seraphine Support aus und die Kasse noch mal raus. Wie gesagt, der Signature Champion von Sebi. Jetzt bin ich gespannt, was sie noch dann. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt noch vielleicht einen Elise rausnehmen. Samira, ja, ja, okay. Samira. Ah, die Jinx. Jetzt selber die Jinx aus, wie gesagt. Ja, einfach versuchen zu scalen, I guess. Man haltet sich den Flex-Pick für Last-Pick auf, was natürlich gut ist. Könnt ihr jetzt für sowas wie Fidus Trash gehen? Und würde ziemlich gut in die Combo reinpassen. Und wäre auch ziemlich gut gegen. Afir ist auch der Most Played vom AD Carry. Ja, man schaut sich für Xayah, also man kann auch für Drakan gehen, I guess. Xayah braucht eigentlich keinen safe Supporter wie Trash. Denk schon, dass der Rakan hier die beste Wahl ist. Oder man schätzt sich nochmal für. Ah, Leona. Irgendwas wie Karma in die Richtung. Ja, Leona macht da mehr Sinn als der Trash. Weil, naja, wen wieder irgendwie rausziehen, weil der Nocturne rausziehen, der eh nur rein will. Die Xayah kann sich eh selbst spielen. Da wäre der Trash hier, ja, nicht die beste Variante gewesen, würde ich auch mal sagen.
Leona Xayah war früher aber sehr beliebt, wait. Oder? Ja, was? Leona Xayah war zwischendurch, als Rakan nicht so viable war, hat man sie gespielt, weil du kannst den Gegner für 7 Sekunden oder so CC'en. Aber jetzt haben wir Rakan Support und Seraphine wirklich in der Midlane. Obwohl das Matchup eigentlich nicht gut ist. Und auch das Support-Matchup jetzt eigentlich nicht gut ist. Ja, ich weiß nicht. Da hat man sich jetzt doppelt selbst gecounterpickt. Ja. Auf Seiten von OP. Weiß ich nicht. Ob die Seraphine nicht viel zu leicht abusable ist von dem Nocturne, um überhaupt zu überleben. Also der Draft schaut mir wieder auf jeden Fall besser aus von DWSJ. Ja. Aber man hat sich halt einfach jetzt nochmal irgendwie mit dem Seraphim-Pick. Haben sie auch nochmal ein schlechtes Mittel-Matchup und ist auch mit dem Rakan zum Schluss aber noch ein schlechtes Support-Matchup. Also, ich weiß nicht. Man hat hier Midlaner, Botlaner und Pryo, glaube ich, in den Lanes. Ja, Seraphim kann sich ziemlich leicht Prio holen, einfach mit Double Q. Ja, das stimmt. Wenn sie halt unbedingt, also wenn sie halt will, also sie kann auf jeden Fall Prio forcen. Selbst ist auch auf Botlane sollte man nicht keine Prio haben, weil der Rakan eigentlich nichts machen kann gegen so wirklich. Und da ist und die Xayah einfach stärkere Push-Prio oder Push-Pressure als die Jinx hat. Auf Toplane wird einfach der Renekton ein bisschen Vayne Kingdom spielen. I guess. Ich denke aber, ich glaube, DWSJ sind zufrieden mit ihrem Draft, weil sie wieder selber haben wie letzte Runde. Ich glaube, irgendwie waren sie vielleicht doch überrascht, dass sie es bekommen haben. Aber ich denke auch, dass OB zufrieden ist, weil sie sehr Comfort gepickt haben. Also, alle Champs, die OB gepickt hat, sind von den Spielern auch aufgespielt worden. Bis auf die Seraphine in der Midlane. Ja. Doch, sehr viel spielt auch, ja. Deswegen, ja, mal schauen. Aber. Schon interessant. So eine kleine Diskussion im Chat auf Englisch. Warum das denn? I mean, Morgana would be actually pretty good here. Actually. Morgana last pick. Instead of Rakan. Ziemlich lustig, wenn man denkt, dass da unten links eine deutsche Flagge ist und wir dann immer auf Englisch im Chat haben. Ja, aber Morg ist just bad, oder nicht? Also. Ja, ich glaube auch nicht, also I don't think. Aber. True. Alistair ist maybe good. I'd be happy to listen in German. Was? Aber wie meine das denn? Ja. Ja. Aber das mal zurückgekommen in das Wesentliche. die Morgana wäre sicherlich kein schlechter Pick gewesen, aber passt halt nicht unbedingt in den Playstyle von Henhalo. Der ist halt eher einer, der halt rein will, was seine Champ ist oder was seinen Playstyle, wie gesagt, betrifft. Da ist das nicht so sein Repertoire, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob die Morgana hier so viel gebracht hätte, weil ich glaube, du wirst. Also, weil der Doktor hat ja immer halt Seraphine oder Jinx so. Und egal, was so Spell Shield ist, ich glaube. Maybe kommt die Jinx dann durch mit deinem Spell Shield. Das finde ich hier. Oder sicher, nur mir auch noch gut vorstellen, wäre es Trash selbst zu picken. Aber. Ja, Trash ist, glaube ich, gut. Ist jetzt auch egal. Lass uns auf das Hier und Jetzt fokussieren, wie es hier jetzt ist. Wir sehen hier. Jinx hat sich für Exhaust entschieden und Rakan hat das Hier mitgenommen.
Einfach damit Jinx nicht so hart runtergerannt werden kann, wenn Rakan nicht bei ihr ist. Auch mit Rakan hat man jetzt auch einen besseren Supporter, was das Peelen angeht, als den Nautilus. Aber man hat auch einen ADC, der, naja, Senna ist genauso immobil wie den Jinx. Also, das nimmt sich nicht so viel. True. Aber man hat wieder den Nocturne mit Ignite. Ja, sollte er auch in dieser Lane spielen, hat auch letztes Game gut funktioniert. Ist im Early Game ahead gekommen. Hat dann die Lane darunter gesnowballt, hat TP 2-3 Mal solo killed. Und, ja, da konnte er sich den Lead erarbeiten. Vielleicht kannst du schon wieder nicht rein ins Game, oder? Okay. Dann lass wieder so machen wie vorher. Okay. Sie darf wieder nicht raustippen, cool. So. Ja, jetzt stellt sich wieder die Frage, wie die Jungler parfen. So wie letzte Runde. Wahrscheinlich. Jetzt haben wir mit Udin einen schnelleren Jungle-Tier-Champion als den Woolibear. Ich denke aber, man sollte von der Seite von Udin eher von unten nach oben jungeln, weil man. Ja, ich glaube, der wird einfach wieder für eine Warchon basen und Trinket wechseln, ja. Jo. Macht auch schon wie im letzten Game, damit einfach die Invade-Gefahr gering ist. Da muss man schauen, dass man auch auf Seiten von Pilgrim nicht early zu viele Camps vom Udyr geklaut kriegt. Weil das ja das, Hegerim, was immer gerne machen. Ja, Hegerim darf auf jeden Fall nicht beeinfallen. Das wäre fatal. Wir haben schon angesprochen, beide Jungler starten mit unten. Dakri muss hier oben Max unterstützen. Rankin muss einfach ahead kommen mit diesem Matchup. Er spielt einfach hier Strong Side. Und kann auch auf jeden Fall dieses Game tragen, wenn es so sein sollte. Mit Seraphine im Rücken als Rankin ist man auf jeden Fall gut gewappnet gegen das Team. Ja, und auf jeden Fall kann man jetzt auch dank dem Rakan vielleicht Botlane nicht so leicht diven wie die letzte Runde. Ja, Rakan auf jeden Fall ab Level 6 bessere Outplay-Möglichkeiten als ein Nautilus, was das angeht. Ist ja wieder Lupien. Bestand ab Level 1, die wave schon mal rein. Traded HP für Pryor. Ja. Ein bisschen viel Leben. Nein, wir sind sehr viel HP. Geht es ja auch für einen Ward am Raptor Camp. Dass man wird wissen, wann Dakri sich an den Raptors befindet. Was man mit der Info dann anfängt, ist die andere Frage, aber man hat die. Natürlich, ja. Ja, wir sehen es hier. Aber man hat doch Corrupting Potion of Nocturne, deswegen ging das sehr gut. Ja. Also, wir sehen hier, was ich also angesprochen habe, dieses Matchup. So, da wird es zum Level 2 Advantage. Hen Hallo, findet ihr den Gage? Und sie bekommt den Trade. Hat man hier nicht respektiert, dass OB früher Level 2 hittet? Ja, muss man mit rechnen. Aber. Der Nocturne hat jetzt auch sehr wenig Mana nur noch. Also für den, für 2 Minuten 40 hat er schon sehr wenig Mana noch übrig. Ja, aber er kann einfach Corrupting Potion reinhauen und dann wieder Mana erzeugen. Man spottet hier den Heger in der Blue Buff. Ja, man wurde halt auch gespottet. Also, Dacke wurde auch gespottet an den Raptor Camp. Ude hier einfach schneller. 2 Camps schneller. Jetzt schon. Das Problem ist, dass Lupien hier die Mittelbrühe hat. Das könnte für Dagri ziemlich schwer werden, auch wenn halt Max die Mittelbrühe hat, aber weiß ich nicht. Außer Lupien entscheidet sich jetzt hier zu basen, dann sollte das immer free. Ja, okay. Lupien geht base, das heißt, sie geben die Topside Grab ab. Obwohl, er hat dann Base nochmal gecancelt. Also man könnte hier trotzdem für einen Contest schauen, Max ist. Ja, man Contest ist zu spät.
Der Udo würde hier wahrscheinlich auch Double Crap bekommen, wenn man Botlane Prior hat. Ja, hat die Botlane. Jetzt muss aber Sebi muss ja aufpassen. Jetzt kommt der Gank von der Kunde, muss ja auch flashen. Dakre, willst du nochmal rein? Hallo ist aber on the way. Hegra wieder nochmal gerootet. Hallo hat noch Flash, ist es ja. In Range? Schöner Knockup, töner Bash. Magnet. Stark gemacht von Dakre und Hallo hier. Da muss man früher lesen, dass der Rakan kommt. Und früher ja. Rausgehen einfach. Man kann sich jetzt die Double Grab sichern, hat Hekel nochmal gekillt. Auf jeden Fall besserer Start für OP und auch nicht mehr so ein chaotisches Early Game bis jetzt. Und jetzt ist das passiert, was wir ja gesagt haben. Hegerim ist behind gefallen. Man ist jetzt ja. Hier sehr viel CS. 6 CS. Nee. Ah, man ist ja, auf jeden Fall 2 Camps. Hinten. Ja. Einfach die Double Crap ist halt so essential als Jungler. Also das gibt ja dann schon wirklich einen extrem starken Early Lead. Aber der Udo nimmt die Raptors nicht. Aber der Udo nimmt Hegerims Raptors nicht. Ich meine irgendwas. Naja, weil er keinen Prio hatte. Ja. Und durch Midland, I guess. Ja, wahrscheinlich. Jetzt kommt den Gage von Scrimper, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich. Max Tracer nochmal zurück mit seiner Dario, aber. Also bis jetzt schaut das nicht so noch strong aus. Ist im CS down, war aber auch schon mal Base im Scrimper noch nicht. Ja, er war auch Warden. Tatsächlich. Max war auch der Wardstein am Blue Buff. Ja, true. Sebi TP im Midlane. Scrimper geht nochmal rein. Max hat aber genug, wenn wir das nicht hin können. Es kommt nochmal das Down durch. Dakri ist on the way up. Scrimper hat aber noch mal flashen. Da sollte er nicht mit Drogen kommen. Nee, ich glaube, da wird nicht mehr rankommen. Midlane ist, glaube ich, einfach nur. Midlane. Ja, also bis jetzt macht's. Farmfest bis Nocturne Level 6 ist. Ja. Jetzt noch schon 6. Jetzt wird einfach permanent im Leben drücken. Jetzt aber ein Hallo, wieder gestunt. Auf die Leona durch. Leona wird nochmal geroutet. Leona droppt hier ganz low, aber Nocturne hat noch keinen Damage. Nocturne, jetzt kommen die Pings von Nocturne. Nocturne ist. Aber hat's. Gen TP Toplane? Heißt, man hat die TP Advantage Seiten von OB. Shen hat auch keine Ult. Das heißt, beim nächsten Drake, weil zum Drake sollte Shen Duty abhaben, ja, Shen hat jetzt auch hier Level 6 gehittert. Aber die Botlane von DVSJ ist resettet. Ja. Crash spawn, aber die Botlane von OP muss auch mal resetten, weil sonst können sie diesen Drake nicht fighten. Wenn die Botlane ein ganzer Recall hätte, dann ist dieser Drake einfach unfightable. Aber jetzt ist man halt einfach earlier dran an den Drake, kriegt doch Crap. Aber hier Grimm ist Level Behind. Viel bessere Möglichkeiten. Ich glaube, Achter Crab sollte Level 6 hitten. Kann sein. Oder? Nee. Hat er sie schon? Ich weiß es nicht. Nein, hat er nicht. Jetzt hat er sie. Jetzt und er ist immer noch Level 5. Er ist nicht 6. Jetzt schaut man aber den Drake und die Botlane ist auch gleich wieder da. Max, schaut das auch schon für den TP? What? Udo farmt aber. Udo ist an den Wolf, man gibt den Drake also ab. Ja. Man sieht das ja auch, wenn der Lane switcht, dass man will diesen Drake abgeben. Jetzt ist Kune 6. Das heißt, jetzt hat er seine stärkste Gank-Form erreicht, würde ich mal sagen. Im Early Game zumindest. Aber ich denke nicht, dass man den Drake abgeben muss, tatsächlich, weil man hat TP-Advantage. Ja, gut, Shen hat halt Ult, aber. Ja, ich bin mir auch nicht unbedingt sicher, dass man diesen Drake abgeben hätte müssen, aber es ist im Prinzip nur der erste Drake, von daher ist es ja nicht so schlimm, wenn man hier diesen Drake einfach aus Gründen abgeben will. Nocturne kommt runter, die Botwave steht gut für Nocturne. Tatsächlich. Muss man aufpassen, dass man den jetzt nicht overpusht irgendwie, aber Nocturne wurde gespottet. Das heißt, da sollte nichts passieren. Was irgendwie schlecht enden könnte für OP. Also jetzt hier, Max hat jetzt auf jeden Fall den größeren Advantage gegained. Ist jetzt auch, dass er 14 CS lead. Dakri will sich auch für den Gank ansetzen, aber Lupien riecht das Ganze und ist hinter ihm. Hat ihn aber noch nicht gespottet. Jetzt sollte Dakri gleich Lupien spotten, oder? Nee. Nein, Lupien hält sich perfekt so weit weg, dass man das Dakri nicht sieht. Ja, aber Dakri wurde auch nicht gespottet.
Doch, doch, da waren Pings, da stand vorher ein Wort. Also auf jeden Fall hat man von Blue Side gepinkt. Danke. Da kriegt sich nochmal einen Waden. Shen ist aber früher da. Jetzt wird's spannend. Und Nocturne hat das Ultimate. Nocturne ist halt gleich da, wenn er muss. Shen nimmt die Knallpflanze. Jetzt kommt der Engage von Max. Jetzt kommt die Ultimate von Nocturne dazu. Schöner von Scrimper. Aber er kommt nicht, er kann nicht dazu. Jetzt kommt er dazu. Er ist aber fast tot. Dakri nimmt der Nocturne mit. Und man kann diesen Fight nicht spielen. Sebi hat einfach die. Ja, jetzt kommt der Flash Engage von Dakri. Scrimper ist ganz low. Scrimper wird nochmal fallen. Jetzt kommt der Double Root von Sebi. Und Kuni wieder auch nochmal, oder? Nee, Kuni kann nochmal weglaufen. Man hat seine Seraphine-Ult gesehen. Der Nocturne wurde von Seraphine geultet, als er. Nein, hallo hier, muss jetzt auch aufpassen. Kann denn Stun nochmal dodgen von Lona? Ja, nur drei, muss jetzt auch nochmal aufpassen. Der Heal kommt nochmal raus, ich knatter aber auch und sie überleben es werde. Overall schlecht für die WSJ. 2K Gold. Ja, sie den Unterschied gemacht hat, dass Seraphine einfach die Nocturne Ulti so lange rauszögern konnte, bis er angekommen ist. Und der Nocturne einfach schon mit zwei Leben gefühlt erst unten angekommen ist oder angekommen ist am Dakri und dann einfach einen Slap und Ult gemacht und dann war halt dead. Und da haben sie nochmal Scrimper schön down gechased und sich damit jetzt einen 1,5k Gold Lead aufbauen können. Was auch viel auf Max und auf Dakri liegt. Die beide im CS und den Damage-Heads. Man kriegt jetzt aber Plates auf der Seite von DWSJ. Man hat jetzt auch Bot und Mitte zwei Plates bekommen. Und damit den Gold Lead wieder auf 1k reduziert. Ja. Jetzt sind sie den Loop hier in den Spiel einfach permanent unter Wave reindrücken. Aber das Matchup bis jetzt. Also dementsprechend ziemlich stark, also ziemlich gut für Seraphine. Ich habe mir da schon erwartet, dass das Lupien hier mehr machen wird, aber Sebi spielt das Ganze halt einfach relativ safe. Ich muss aufpassen, die Bordlane von OB ist ziemlich weit draußen. Sie kommt der 4-Mann-Play, Nocturne und sie kommt auf JNL. JNL hat keinen Flash mehr. Jetzt kommt der Re-Engage von. Oh, ey, hallo, und er macht das gut, aber sie sind so 5 down. JNL wird einfach sterben. Sebi ist zwar auch hier, sie muss jetzt aber mal aufpassen. Sebi wird jetzt nochmal. Angetasht, aber die Ultimate von Hegarim sitzt nicht, der 4 kommt nicht drauf. Happy Life gibt der bei 3 Leute rein. Happy Life muss sich aufpassen, Dakri ist auch hier. Happy Life ist jetzt low life, Happy Life wieder nochmal gestunt. Von Seraphine. Und der wird fallen, Dakri will nochmal hinterher auf Kuni. Kuni ist 2 Level, Kuni ist Level 7. Auf der Zwischenzeit wird aber Toplane nochmal im Solo gekillt. Kuni muss sich nochmal aufpassen, Happy ist jetzt aber auch mal hier. Dakri ist sehr, sehr deep drinnen. Wird hier von Lupien down gechased. Aber er ist extrem schnell, Henhalo ist ja auch da. Look nochmal. 2 für 1 Trade für die WSJ. Aber jetzt kommt. Lupien muss wieder nochmal, jetzt kommt die Selfie nochmal zu, wieder nochmal getauntet und da kommt der Kill für Rakan. Scrimp muss wieder nochmal aufpassen. Aber wieder nicht mal in Range kommen, dass da irgendwas nochmal passiert. 2-2 Trade. Und der Jake kommt demnächst dann auch ab. Ja, also, OB spielt ein viel kontrollierteres Spiel, als sie es im letzten Game gemacht haben. Die haben aus den Fehlern gelernt. Im Early Game einfach alles so durchzuschmecken gefühlt so. Aber das auf der Botlane haben sie ganz stark gemacht, diesen Fight nochmal geturnt. Auch wenn Happy Life ein bisschen deep gegangen ist. über die Wand aber sie konnten es bestraft, grund nochmal der Herald, damit man sich gewonnen zu Andres. Oder? Nee. Oh nein. Kriegt man nicht ganz, aber man kriegt die Playthings. Hat er den mal gespawnt, bevor er ausläuft und man die Playthings nicht mehr bekommt? Der Drake ist mittlerweile auch ab. Sebi hat TP. Max hat aber kein TP und Scrimper hat TP. Das heißt, man hat TP-Advantage. Auf Seiten von DWSJ. Man fängt sich auch den Drake an und Max kann halt den Shen nicht canceln. Max muss runterlaufen, aber bis er da ist, ist der Drake ja schon gemacht. Shen TP. Jetzt kommt der TP von Shen, Dakri wieder nochmal angehittet, Leon ist aber. Kommt die Leon-Ulti raus zum Zonen und da wird man nicht mehr reinkommen in den Fight. Der Drake ist jetzt auch schon fertig. Seraphine ist hier in einer ganz kritischen Position, jetzt kommt der Hecarim. Hecarim hittet die Seraphine, Seraphine wieder nochmal getaunt, Seraphine. Der Re-Engage von Henhalo, Henhalo wird jetzt nochmal geroutet. Lupien, fahrt auf die Jinx drauf ran. Hecarim,
Rennington ist aber hier auf der Backhand drauf. Jetzt muss die. Ich kann noch mal aufpassen. Kein Ultimate. Schöner Ultimate, schöner Flash. Max wird es hier auch fallen, aber der kriegt doch mal die Heals durch. Und Lupin ist tot. Max ist unkillable auf Rennington. Diese Heals haben einfach Maxi nochmal. Ja, schon auf 1 HP down. Aber sie nochmal durch seine Q hochheilen können. Und ja. Da hat man OB gewinnt der Teamfight. Da hat man nicht respektiert, dass der Renekton runterläuft und ist mit dem Hegarim nochmal sehr deep gegangen. Der Hegarim dasht hier auf die Seraphine drauf, aber er macht halt keinen Damage. Er hat auch noch keinen Item. Champion noch nicht fertig. Und ohne Champion ist dieser Champion halt nicht so gefährlich, wie er sein könnte. Ja, da hat man einfach nicht respektiert, dass man eben immer noch Gold hinten ist und dass man vielleicht einfach mit dem Drake zufrieden sein sollte und rausgehen. Könnte. Er war auch ganz stark gemacht von Hanalo, der hier reindasht, alles nochmal gefühlt taunted und alles jumped und alles nochmal Knock-up. Also ganz, ganz stark gemacht. Ihm hier. Er hat dreimal Ult into dreimal Knock-up und das war wirklich wichtig, um den Fight zu turnen. Und vor allen Dingen Zeit zu schaffen, bis der Renekton unten ist. Ja, das war halt der entscheidende Punkt, dass der Renekton unterkommt. Der jetzt auch seinen Gorgjinker fertig hat. Aber wir sehen jetzt hier, Dakri so, so stark. 6-2 Items fertig. Der ist halt super schnell und macht auch super viel Damage, für das ist er nur tankbar. Der Lupin ist hier auf der Botside. Man will ja für einen Play schauen. Aber Jinx hat Flash-Up, genauso wie Hanalo Flash-Up hat. Aber man will wieder für einen 5-Mann-Play gehen, mit Shen-Ulti wahrscheinlich. Aber Dakri ist wieder so schnell und Sebi auch, sie riechen Plays einfach wieder. Und David musste ich wieder zurückziehen. Rennington war auch schon wieder auf dem Weg nach unten, hat sich jetzt die Grip gesichert. Ja, also bis jetzt macht das OB richtig gut. Man spottet jetzt da hinten den Hekerim in seinem eigenen Jungle. Und der Ultim möchte jetzt. Scrimper jetzt wieder. Max Trinity nochmal rein. Scrimper will ja auch mal fighten. Ist doch gar nicht so schlecht, aber jetzt kommt der Taunt durch. Ist auch extrem low gedroppt vom Shen hier. Jo, jetzt Herald ist ab. Der zweite Herald ist ab. Ja, muss jetzt auch richtig in den Topside schon. Kune, jetzt wollte ich den Wort klären, aber scheint sich zu seinem Glück doch mal um. Oh, wir hin, jetzt kommt der Double Stun. Shen und die kommt. Ja, der ist permanent dead. Schön, schön. Ja, schöne Leona Ultimate mit dem Shen-Follow-Up nochmal. Ja, die Jinx konnte sich nicht bewegen. Hätte einfach in Leona Ultimate flashen müssen. Man kriegt einen Kill, aber man verliert gleichzeitig auch nochmal den Herald. Ja, das ist genau das. Ist da. Aber ein Hallo move da schon nach. Also der Shen hilft seinem Team immer wieder bei sehr guten Plays und verliert dafür halt sehr viel immer Topside. Man sieht auf der Shell hat immer noch kein Item fertig. Genauso wie Hekerim. Ja, sie sind halt beide noch extrem, extrem weak. So, mal aufs Gold schauen. Hekerim ist halt. Hekerim. Was? Ist 3800 Gold behind oder 3600 Gold behind. Und daher. Die Seraphine hat jetzt in der Base aber ihr Item fertig. Jetzt will man hier Scrimper catchen. Dakri ist sehr schnell. Und von der anderen Scrimper wird ja nochmal gecatcht, Hanalo ist auch nochmal hier. Naja, ein Scrimper, der wird ja nicht mehr rauskommen. Jetzt kommt nochmal die Seraphine Ultimate. Kune ist auch nochmal mittendrin, jetzt kommt die Kune mit der Ultimate. Lupin ist aber auch hier. Dakri muss sich aufpassen, Dakri ist sehr, sehr low gedroppt. Jetzt kommt aber Max. Die Ultimate wollte, da sitzt doch Sebi. Sebi ist dead. Max ist in allen drin, jetzt muss Hanalo auch nochmal aufpassen. Hanalo ist auch ziemlich low gedroppt. Max kommt jetzt mal von Leona. Happy Life ist aber sehr, sehr deep. Jotunheim ist on the way up, Max ist auch ganz, ganz low. Hanalo nochmal mit der 3-Mann-Knock-Up, aber ich glaube, der Jinx Ultimate kann nochmal Lupin holen. Und da hat man unterschätzt. Aber. Da hat man den Nocturne nicht realisiert, dass der Nocturne einfach dazukommen kann. Ja, da haben sie einfach disrespected. Dass der Nocturne einfach trotzdem stark ist in dieser Kombination. Und die Xayah ist auch mit 4 wieder extrem, extrem stark. Die hat einfach die Seraphine, war einfach zu weit drinnen, wurde einfach von Xayah komplett gewonshottet. Und das, aber OB kann sich trotzdem den Drake sichern, weil man halt resetten musste.
auch sehr interessant ist, dass die Seraphine hier nicht Moonstone geht, wie man es ja normalerweise geht, sondern Liandris gehen muss, weil man sonst kein AP-Damage hat. Ja. Wie wir es auch schon im letzten Game hatten. Ja. Man gibt jetzt aber trotzdem den Drake ab, obwohl man eben den Fight gewonnen hat, weil man eben mit Low Health Bars geresettet hat, statt runter zu gehen, was auch die richtige Entscheidung ist, denke ich. Und Nocturne und Channel sind wieder ab. Das heißt, man kann jetzt vielleicht für Play schauen. Das ist einfach. Wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur mehr 3k Gold erhält. Was man hat denn den Lead ein bisschen verkleinern können. Aber das Ding ist, wenn man halt diesen Udi einmal tötet, kriegt man halt instant 1000 Gold in die Tasche. Ja, das ist tatsächlich. Wenn die Kaiser hier, die Xayah dieses Gold bekommt, dann schaut, das kann das Game nochmal sich ganz, ganz schnell turnen. Und dann kann jeder auf jeden Fall mal so ausschauen. Ja, was wollen wir jetzt? Von OB weiter kontrolliert spielen, so wie sie es am Anfang auch getan haben, bis zu dem einen Fight eben. Ja, ich denke auch, dass sie das auf jeden Fall machen können. Die Jinx braucht dann einfach noch ein paar Items, dass sie braucht dann drei Items. Eine Jinx ohne drei Items ist halt auch. Und sie wurde halt ziemlich gut bestraft von DWSJ bis jetzt, dass sie einfach auf Portland permanent abgeholt wurde und da einfach dann nicht farmen konnte. Jetzt will sie ein bisschen Safe Farm in der Midlane holen, wo sie halt noch ihren Turret hat und dadurch nicht zu weit raus muss. Man kann ja auch die Seraphine auf die Sidelane schicken, weil man den Nocturne oben sieht. Ich denke, wenn der Nocturne around Mitte wäre, könnte die Seraphine da jetzt nicht so weit vorne nach die Wave. Nee, der rennt ja einfach runter, der Nocturne. So, also, außer sie bekommt das hin, dass sie den Nocturne in der Ultimate bekommt, weil er sein Spell Shield irgendwie verkackt oder so. Dann sollte das klar gehen. Ja. Schön Engage auf Seraphine. Jetzt kommt der Engage von Scrimper auf Sebi. Sebi fällt hier auf. Macht halt keinen Damage. Hat es in Leandris jetzt fertig. Jetzt kommt der Herald in die Midlane. Weil das sonst wahrscheinlich auslaufen würde. Hm. Der kriegt aber wahrscheinlich keinen Charge durch. Nee. Der Udo ist jetzt hinter dem Nocturne. Oben. Das würde ja auch passen. Aber. Ja, okay, kommt raus. Nein. Also auch ein bisschen aufgehoben, dass wir mit dem Mission erstmal clearen müssen. Aber man will da einfach hier runterrennen jetzt. Er hat auch keinen Flash Job, jetzt kommt die Shell und sie dazu. Er ist auch permasiert. Bei Glitzer und Dash noch raus, Krimp jetzt mit den Zaun 3. Jetzt kommt aber der Flash Engage von Max. Jinx und die kommt auch mal dazu. Happy Life ist auch hier, Happy Life. Ich schau einfach nur zu, jetzt kommt das auch nochmal das TP von Sebi. Happy Life muss sie die auch aufpassen. Da rennt die einfach alle runter. Hey, hallo, zu den Ultimate. Krieg nochmal den Charm auf die Xayah und Xayah ist auch nochmal dead. Auch nochmal die Seraphine Ultimate hinterher, damit man sich den Kill sichern kann. Man pickt ihr den Baron. Und man sollte jetzt auf jeden Fall den Baron bekommen. Man, die Main Damage Quelle von DWSJ ist einfach raus. Ja, gutes Play. Man hat auch ja hochtippet. Von der Seraphine. Für die Ult, die dann sehr wichtig war, um dann noch den Rest abzuholen von DWSJ. Oh, das sieht aus, als wäre das eine Wiederholung vom letzten Game, nur andersrum. Tatsächlich. Ja, so ein bisschen. Gucken wir, ob er jetzt hier mit diesem Baron anfangen kann. Sie werden sich wahrscheinlich einfach versuchen, Sidelines zu pushen. Und ja. Man muss jetzt wieder mit dem Baron probieren, halt auf der ganzen Welt Pressure aufzubauen. Man kann sich wahrscheinlich einfach den Drake sichern, der gleich abkommen wird. Eben weil man den Baron hat. Also das wäre extrem huge für OP, wenn sie hier einen Vierer-Stack Ocean Drakes und dann halt die Ocean Soul sichern können, weil dieser Drake einfach extrem. Man kriegt einfach 2,5% Missing Health wieder durch den Drake alleine schon. Also. Und durch einen Drake alleine. Auf beiden Seiten. Wenn sie halt diese Vierer Drakes stacken können, dann wäre es halt ziemlich disgusting. Jetzt will man hier wieder Lupien abholen. Dacre ist jetzt wieder auf die Stelle. Das Dunk kommt nicht durch. Schöner Flash von Lupien hier, um die Seraphine Ulti abzufangen. Oder um die Seraphine Ulti auszuweichen. Das heißt, man kriegt keinen Catch für Drakes. Man hat jetzt keine Seraphine Ulti mehr für den Drake-Fight.
Es fehlt eine elementar wichtige Ulti. Max hat TP. Max TP ist auch schon rein. Und wir sehen Drake einfach. Auf jeden Fall. Und ja, das sollte der Drake eigentlich sein. Scrimper hat Ultimate. Und man pinkt jetzt hier auch für den Engage rein. Jetzt kommt die Ultimate auf Kuni. Kuni dasht hier rein. Schöner Flash von Sebi. Man kommt in die Backline, aber man kriegt sie nicht down. Man ist zwar drin, aber man tötet keine. Zu viel Peel von Hen Hallo. Jetzt Skarloch muss ja auch in die Ulti. Bisschen schöner Double Room. Der Damage kommt durch, aber Max ist dran und man kann Max nicht töten. Ja. Einfach sehr. Also, da haben wir gesehen, was man im letzten Game auch hätte machen können. Oder was man im letzten Game halt nicht hatte. Man hatte nicht diesen Backline-Peel. Man hat einfach easy in die Backline reindiven können. Und man ist einfach explodiert. Aber da jetzt, daher, Sebi und JNL beide, die Nocturne Ultimate flashen, nicht gefeiert werden, kommt halt nicht dieser consistent Damage durch. Und sie überleben einfach beide und dann ist das Game halt over. Wenn sie mit diesen Ultimates nicht instant den ADC oder den Midlaner instant töten können, dann verlieren sie diesen Fight. Und das hat man hier jetzt halt genau gesehen. So, man verliert gar keinen Member bei OB und man killt alle 5 Leute von DWSJ. Und was auch sehr wichtig ist in den Fights, ist immer die Jinx Passive zum Beispiel und vor allen Dingen durch den Udyr Move Speed. Wenn man die Backline nicht tot bekommt, dann kriegt man einen sehr starken Re-Engage mit dem Rakan hin. Das haben wir jetzt auch gesehen. Also, ein Halo macht doch ein extrem starkes Spiel, genauso wie Dakri. Und jetzt auch die Jinx ist jetzt auch wieder back, hat jetzt auch ihre 2 Item. Sobald sie das Item fertig hat, dann wird dieses Game auch nochmal noch schwieriger für DWSJ. Und sie sind halt jetzt schon 10.000 Gold behind. Ich denke jetzt nicht mehr, dass es. Also, ich denke, es ist sehr schwer, das auch zu gewinnen auf Seiten von DWSJ. Also, ja, auf jeden Fall. Also, wie wir es jetzt gesehen haben, also, sie können diese Backline einfach nicht anschauen. Das ist halt das Elementare an ihrer Combo, dass sie das halt versuchen müssen. Aber das können sie jetzt nicht mehr. Oder hat es jetzt halt nicht funktioniert, weil sie Flashes abhatten. Das in naher Zukunft noch immer funktioniert. Ach, das könnte schwierig werden. Hat jetzt einfach eben den Peer-Support und vor allen Dingen auch genug Damage von der Jinx, um die dann auch einfach zu töten, wenn die Ziel sind. Okay, immer probiert zum Play. Jetzt Lupien wieder gecatcht, dasht aber nochmal davon, jetzt kommt die Shadow. Man disengaged hier auch. Nach der Ultimate kommt auch nochmal dazu. Man tradet hier die Ultimate von Herrn Hallo, aber jetzt kommt Max, dasht nochmal auf Sauron auf. Darker kommt es auch hinzu. Stun sitzt auf Scrimper. Max ist ziemlich low, jetzt kommt dann der Double Knockup und die Seraphine Ulti. Alle 3-4. Jetzt muss Sauron, hat keinen Flash mehr und der kommt hier nicht mehr raus, ist in allen Leuten drin. Das ist hier vielleicht sogar. Könnte sogar Game sein, ja. Sie haben eine Wave am Start. Ja, ich glaube, das ist Game. Der Nocturne schreibt schon GG. Ja, man hat halt gar keinen Wave-Clear, man hat gar keinen Wave-Clear und sie FF'en das Game! DWSJ FF'd! Okay. Und daher geht das Game an OB. Das wird jetzt sehr spannend, wie der Draft nächste Runde aussieht. Ja, also ein extrem starkes Spiel von OB. Sie haben gesagt, ja, okay. Ihr habt uns mit eurer Teamcomp irgendwie überrascht, aber jetzt zeigen wir, dass wir doch gegen diese Teamcomp gut spielen können, die ihr an den Tag legt. Und das haben sie uns ja auch komplett gezeigt, wie es wirklich richtig geht. Max mit einer extrem starken Performance, Darkrai auch mit 7-0-11, so gut. Aber allgemein, jeder Spieler hat extrem gut gespielt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal in eine kurze Pause und